Hallöchen zusammen und willkommen zu meinem Lesemonat Juli. Der Juli lief in der Tat schon deutlich besser als so die Vorgängermonate. Ich habe sage und schreibe 6 Bücher gelesen und das, obwohl ich eigentlich theoretisch fast jedes Wochenende was zu tun hatte, weg war oder sonstiges, Wackenvorbereitung, wo ich in Fakt, falls ihr meine TBA gesehen habt, wirklich nichts gelesen habe. 10 Seiten und mein Kopf ging irgendwie so, ich konnte mich nicht konzentrieren. Whatever. Auf jeden Fall konzentrieren wir uns jetzt erstmal auf den Juli. Ich habe auch eine Reihe beendet, worüber ich sehr, 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 sehr glücklich bin. Das heißt, ich kann jetzt wieder eine neue anfangen, ohne schlechtes Gewissen zu haben. Vor allem war es auch eine sehr lange Reihe, und zwar die Expanse. Und mit den Büchern möchte ich auch anfangen. Ich habe nämlich Buch 8 und 9, also die letzten beiden, gelesen. Und zwar wäre das Tiamat's Wrath und Leviathan Wakes. Zuerst aber mal noch zurück zu Tiamat's Wrath. Persepolis Rising war ja nicht so der Bringer, das war Band 7. Und dahingehend fand ich den 8. Teil wirklich wieder richtig, richtig cool. Wir folgen wieder Team Rosie, aber aus total verschiedenen Blickwinkeln. Also sie sind nicht zusammen unterwegs unbedingt, aber es macht auf jeden Fall Spaß, so den Weg zu sehen, wie sie so langsam wieder zusammenfinden. Ich mag ja so Stories, get the team back together. Das macht einfach Spaß. Es hat ein paar sehr tragische Momente drin, es hat ein paar sehr erleuchtende Momente hier auch drin. Und das ist wirklich sehr, sehr, sehr cool. Ich weiß, ich kann gar nicht mehr dazu sagen. Wie gesagt, es ist schwierig, nicht zu spoilern. Ich habe es ja schon erwähnt, es hat eine Richtung eingeschlagen, die ich nicht erwartet habe. Das werde ich auch nochmal gleich beim 9. sagen. Und ich muss aber zugeben, also wenn ich jetzt so den Direktvergleich mache, ich fand fast Teil 8 ein bisschen besser wie Teil 9. Aber also wie gesagt, war großartig wieder nach Persepolis Rising. Es hat einfach Spaß gemacht. Dabei ist gar nicht so viel passiert an sich. Und aber trotzdem, wie sich alles zusammengefügt hat, welche Charaktere da waren, wie das so angeordnet war und wie gesagt auch was passiert ist. Und dass wir nach und nach auch dem auf den Grund gehen, was so drumherum passiert. War das wirklich, wirklich gut. Und ich muss sagen, das hier 4,5 Sterne. Und Leviathan Wakes, ich habe es ja gerade schon gesagt, ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass das Buch so, also die Reihe so endet, wie sie das tat. Es war auf jeden Fall sehr interessant. Ich fand auch hier wieder cool, dass es da so eine bestimmte Ansicht gab, quasi aus, ja, ich sag's am besten gar nicht, das war, aber eine Ansicht war wirklich interessant, und man hat sich die ganze Zeit, am Anfang war so, okay, was ist das jetzt genau, aber man kam dann nach und nach rein und hat sich so gedacht, oh, okay, das ist wirklich interessant, und der Reihenname ist quasi auch mehr oder weniger ein Spoiler für das, was hier am Ende passiert. Das ist ja bei A Song of Ice and Fire auch so, wenn man dann endlich hinter eine bestimmte Szene kommt, beziehungsweise etwas Bestimmtes erfährt, dann dachte man sich, oh mein Gott, der ganze Titelname von dieser Reihe ist im Prinzip ein Spoiler dafür. Und so ist das hier theoretisch auch der Fall, die Expanse. Das werdet ihr dann merken, wenn ihr es selber lest, auf was das jetzt bezogen ist. Wie gesagt, so an sich ist das jetzt kein Spoiler, wenn ich das sage. Aber ich finde sowas immer richtig, richtig cool irgendwie, wo man sich dann nachher wirklich denkt und sagt, ah, jetzt ergibt das Sinn. Auf jeden Fall, es war ein cooler Abschluss. Ich fand fast Teil 8 aber trotzdem irgendwie interessanter als Teil 9, weil das mehr oder weniger eher eine Verlängerung war. Trotzdem war es mega, mega cool. Es hat Spaß gemacht. Die ganze Reihe overall war wirklich fantastisch. Es hatte so seine Auf und Abs, ja, aber overall muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich sie auf jeden Fall empfehlen. Es ist wirklich, wirklich ganz, ganz tolle Sci-Fi-Reihe. Würde dem letzten aber trotzdem eher 4 Sterne geben. Vielleicht war ja auch bei mir irgendwie die Luft raus und ich wollte es durch haben, aber es war wirklich großartig. Also das auf jeden Fall. Mal zu The Expanse. Vielleicht versuche ich mich auch noch an einer Reihenvorstellung mal demnächst. Es steht ja, glaube ich, schon wieder eine aus und ich hänge ein bisschen hinterher. Ich wollte eigentlich so mal alle Vierteljahr eine machen. We're getting there. Gerade ist ein bisschen sehr, sehr busy. Ich hoffe, dass ab Herbst oder Ende Herbst, weil August, September ist auch schon wieder Overkill, dann ein bisschen ruhiger wird und ich dann wirklich ein bisschen mehr Zeit für aufwendige Dinge habe. Ja, ein nächstes Buch.
dass ich ja schon ziemlich am Anfang vom Juli angefangen habe, habe es dann immer wieder unterbrochen, weil ich andere Sachen weitergelesen habe, weil es aber auch ein Buch war, das ich nur physisch lesen konnte und irgendwie so hinsitzen war gar nicht so drin. Und zwar Tress of the Emerald Sea von Brandon Sanderson. Ja, ich habe genau ein Secret Project bisher geschafft. Ich muss sagen, es war super witzig erzählt, weil es eben auch aus Hoyts Sicht ist. Das fand ich zum Teil aber auch ein bisschen verwirrend, weil Hoyt selber kam auch vor. Aber es war super interessant, auch was am Ende passiert ist. Oh mein Gott, also das war richtig, richtig cool. Ich fand auch, dass die Story zum Teil, sie hatte ernste Aspekte mit drin, aber dann war sie irgendwie so over the top geschrieben, also so wirklich so witzig, wenn man es ja wirklich aus Hoyts Sicht auch sieht und manchmal auch die Kommentare von ihm dazu. Es war wirklich sehr unterhaltsam. Von der Story an sich allerdings, ja, ich weiß nicht. Also die Pointe am Schluss fand ich wirklich cool, aber so an sich fand ich es jetzt, also spannend war es jetzt nicht mega. Es war eine nette Unterhaltung, es war wirklich auch eine schöne märchenhafte Unterhaltung, aber ja, es war jetzt nichts, wo ich sagte, boah, ich muss an den Seiten kleben, deswegen habe ich auch ein bisschen länger tatsächlich gebraucht, um es zu beenden, auch wenn ich es, wie gesagt, wirklich richtig cool fand. Ich hatte aber auch tatsächlich keine Zeit, mich hinzusetzen. Ich glaube, da wäre ich ein bisschen mehr dran geblieben. Ich habe immer gemerkt, wenn ich mal wirklich 3 bis 4 Kapitel am Stück gelesen habe, dann hat das wirklich gut funktioniert, dann war ich da drin. Aber dadurch, dass ich immer wieder so ein Stop-and-Go hatte, ja. Aber wie gesagt, overall Story wirklich cool. Also ich würde 3,5 Sterne geben. Ich habe es mich gerade falsch gesprochen. Story-wise war es okay. So charaktermäßig und wie es geschrieben war, war es wirklich richtig cool und fantastisch. Und auch das Ende war mega cool. Also ja, 3,5 bis 4. Bin da immer noch so ein bisschen unschlüssig, je nachdem, wie so die Tageslaune ist. Ja, dann wird es wohl Zeit, dass ich mich auch noch an die anderen Bücher mache. Als nächstes habe ich dann weitergemacht bei einer Reihe, die ich von vorne gestartet habe letzten Monat. Und dann endlich nochmal neu aufgreifen möchte, was schon ein bisschen her ist. Und zwar Dune Messiah von Frank Herbert, dem zweiten Teil in der Dune-Reihe. Ich habe ja letzten Monat wegen dem Video nochmal den ersten Teil von Dune gelesen und wollte mich dann jetzt langsam wieder so ein bisschen, meine Erinnerung refreshen, weil ich hatte damals nach dem dritten aufgehört, habe nicht mehr weitergelesen. Das ist jetzt, glaube ich, schon 1,5 Jahre her. Ja, mein Gedächtnis ist so kurz. Und ich meine, ich habe so grob noch alles im Kopf, aber ich habe das dann jetzt als ein bisschen so Grundlage genommen und dachte mir, okay, ich versuche jetzt nochmal das alles wirklich nochmal zu lesen, alles mitzunehmen. Und ja, ich habe es tatsächlich wieder an einem Tag, beziehungsweise 2, glaube ich, durchgehört. Ich habe es als Hörbuch gehört, während dem Cosplay machen, war total entspannt. Beim letzten Mal habe ich es, glaube ich, genauso schnell durchgehört, weil das ist ja wirklich, das Ding ist ja super, super schmal. War wieder hauptsächlich politische Intrigen. Ich muss sagen, natürlich ist Dune Messiah an sich ein Buch, wo jetzt nicht super viel passiert. Ich fand aber so das Ganze drumherum nach wie vor interessant. Allerdings trifft einen natürlich das, was am Ende dann auch passiert, nicht ganz so hart, weil man auch, wenn man, vor allem auch wenn man den dritten Band gelesen hat, natürlich schon weiß, wie es weitergeht. Und dadurch ist dieser Schockermoment nicht so groß wie beim letzten Mal. Ich weiß noch, ich war am Ende. Ich war wirklich am Ende mit diesem Buch. Ich habe Rotz und Wasser geheult. Aber dieses Mal wusste ich ja Bescheid und von daher war es, wie gesagt, nicht ganz so krass, aber es war trotzdem gut und nach wie vor hält es den Standard von damals, also nach wie vor 4 Sterne, habe ich, glaube ich, gegeben, beziehungsweise ja. Also wie gesagt, es passiert halt nicht so viel wie im ersten, dadurch muss ich sagen, es ist halt, ja, eher so ein Zwischenbuch, was es ja auch ist. Weiter geht's mit einer Reihe, wo mich meine Freundin, wie gesagt, draufgebracht hat und die auch so ein bisschen, ja, reingerutscht ist und anderes nach hinten verdrängt hat. Reihe ist relativ, es ist in der Tat, glaube ich, eine Duologie, zumindest habe ich das so gelesen, weil die ist auch im Everrand im Hörbuch drin und da stand auch dran, sie haben das Ende erreicht und so wie es aufgehört hat, klang das auch nach einem Ende. Das kann ja durchaus sein, dass da noch was kommt, aber an sich ist es jetzt erstmal abgeschlossen und zwar ist es Divine Rivals von Rebecca Ross. Ja, es ist YA. Ich hatte es ja schon mal kurz, glaube ich, angesprochen in meinem Lesemonat. Ich fand es aber richtig cool. Also es spielt so ein bisschen im Industriezeitalter. Wie gesagt, es gibt schon irgendwie so Züge, Elektrizität. Aber
noch nicht so super viel. Also man ist da noch so ein bisschen im Übergang, also Industriezeitalter, viktorianisch, je nachdem, das so der Übergang war. Es geht um Iris und Roman, die sind beide am Anfang bei einer Zeitung angestellt und sind quasi so ein bisschen Rivalen, also Kollegen, aber rivalisieren um die Kolumnistenstelle dort. Das heißt, wir haben auch sehr viel geschriebenen Text. Und ich finde das ganz richtig cool. Ich meine, ich habe hauptsächlich, wie gesagt, die Hörbücher gehört, weil die auch in Script bzw. Everrant drin waren. Und da hatten wir auch unterschiedliche Hörbuchsprecher, einmal männlich, einmal weiblich, was ich auch sehr interessant fand. Aber man hat deutlich gehört, wer was geschrieben hat. Und ich habe es hier auch ab und zu physisch gelesen, man hat es auch deutlich gesehen, was ich cool fand, die Unterscheidung. Es war auch so, wie gesagt, mal was anderes, dass man irgendwie so aus dem Journalistenbereich hat und auch sehr viel um das geschriebene Wort geht. Und in dieser Welt gab es offensichtlich Götter, die eigentlich geschlafen haben. Es wurde aber einer aufgeweckt und der ist quasi gegen seine alte, naja, Liebe mehr oder weniger in den Krieg gezogen, nämlich Dacre gegen Enver. Und die haben natürlich Menschen rekrutiert und das war dann, im ersten Teil hatten wir auch so ein bisschen, wir sind an die Front gereist als Korrespondentin mit Iris und sind dann auch wirklich so ein bisschen eher tatsächlich, wie es auch wirklich im Krieg war, so in den Schützengräben und so weiter, so auf klassische Weise, also nicht so, also klar gab es dann natürlich ein paar Fantasy-Aspekte, wie dass irgendwelche fliegenden Ungeheuer geschickt wurden oder auch Hunde, die da des Nachts dann umhergewandert sind und nach Beute suchten. Das waren so die Fantasy-Aspekte. An sich fand ich es aber wirklich richtig cool, auch weil unsere Protagonisten ja erstens mal nicht diese typische Enemies-to-Lover-Story hatten, sondern eigentlich war es eine sehr cute Love-Story, muss ich wirklich sagen. Die hat Spaß gemacht, es war wenig Drama dabei, also wirklich wenig künstliches Drama, was mir sehr gefallen hat. Und auch, dass die Love-Story tatsächlich sehr nebensächlich war und wirklich andere Dinge im Mittelpunkt standen, was wirklich selten mittlerweile ist bei YA. Und ja, ich war so positiv überrascht von diesem Buch. Und natürlich hörte es mit einem Cliffhanger auf. Deswegen, ich habe es mir übrigens jetzt selber gekauft. Meine Freundin hat es mir ja ursprünglich ausgeliehen, aber ich mochte auch die Bücher hier. Und ja, weil das Schreiben hier mehr oder weniger im Mittelpunkt steht, habe mir direkt das zweite geholt, Ruthless Vows. Also das erste muss ich auch sagen, wirklich, ja, 4,5 bis fast schon 5 Sterne, weil ich fand es wirklich richtig, richtig cool. Ich habe es durchgesucht, glaube ich, an 3 Tagen. Es hat mega Spaß gemacht. Ja, ich konnte den Hype nachvollziehen. Das zweite Buch fand ich nicht ganz so cool. Also der Anfang war halt so ein bisschen, also das Ende war halt mit dem Cliffhanger, wie es aufgehört hat, so ein bisschen typisch klischee-mäßig, aber ja, dann finde ich, irgendwie hat man wenig draus gemacht. Gerade was die alten Götter angeht, hätte ich mir gewünscht, da noch ein bisschen mehr Tiefgang zu haben, was wir nicht so hatten. Und auch sonst, wie gesagt, ich fand schön, dass auch die zwei Protagonisten nicht so die übermächtigen, großen Helden sind, sondern wirklich eigentlich hauptsächlich auch mit der Kraft des Schreibens, also Journalismus, so ein bisschen Sachen zurechtgerückt haben, herausgefunden haben. Und ja, wie gesagt, nicht so die typischen Helden waren. Das fand ich richtig cool. Den zweiten Band fand ich aber mitunter ein bisschen langatmig tatsächlich. Es ist nicht viel Interessantes passiert, ich habe es ja schon gesagt. Und was ich mir gewünscht hätte mit den Göttern, kam nicht so viel. Und irgendwie wirkte dann auch das, was so ein bisschen mehr Präsenz war, der Gott, der quasi den Krieg angezettelt hat. Ja, ich weiß nicht, mir fehlte so ein bisschen. Im ersten Teil, klar, waren wir auch im Schützengraben, aber deswegen auch nur 4,5 Sterne so ungefähr, fehlte so ein bisschen die wirkliche Bedrohung. Es fühlte sich nie wirklich so an, als, ja, weiß ich nicht, als wäre da was. Man hat klar Grausamkeiten gehört, man hat sie zum Teil auch gesehen, aber ich fand es jetzt irgendwie nicht so weltbewegend. Es war nicht so furchtbar, also ich empfand es nicht als so richtig, richtig furchtbar. Natürlich war es schlimm, aber irgendwie hat mir da so ein bisschen mehr Dramatik hingehend in die grausame Richtung gefehlt. Also vielleicht hätte es ein bisschen grausamer sein dürfen, meiner Meinung nach. Ich bin halt auch ein bisschen Grimdark-Fanatiker und für mich war das ein bisschen zu seicht. Das habe ich halt manchmal das Problem mittlerweile mit den
YA-Büchern nicht nur, dass sie Romance in den Mittelpunkt stellen, sondern auch, dass so ein bisschen die Gefahren, die dahinter stecken, so ein bisschen zu seicht sind. Das war dann hier auch so ein bisschen der Fall. Es war aber trotzdem overall gut. Trotzdem fand ich das zweite wesentlich, wesentlich, wesentlich schwächer und würde nur 3,5 Sterne geben. Allerdings, wie gesagt, falls jemand wieder YA lesen möchte, kann ich die Reihe tatsächlich empfehlen, weil es trotzdem eine sehr, sehr schöne Unterhaltung ist. Es ist mal ein bisschen was anderes. Es greift nicht wirklich jedes dämliche Klischee auf, was mir ja besonders gefallen hat daran. Und gerade das erste ist wirklich richtig, richtig schön, hat aber auch wirklich eine richtig schöne Love Story. Ich sage, ich habe ja nichts grundsätzlich gegen eine Love Story, sofern sie nicht immer diese ganzen Klischees mitnimmt, die YA so hat. Ja, das war's. Wie gesagt, 6 Bücher, was ja schon mal ein bisschen was ist. Ich bin zumindest stolz darauf. Mal gucken, ob es im August genauso weitergeht. Ich bin irgendwie witzigerweise eher der Sommerleser. Ich denke gerade dran, ob es daran liegt, dass es warme Temperaturen sind und ich gerne als Einsiedler zu Hause sitze. Vielleicht liegt es aber auch einfach daran, dass ich im Sommer so krass viel Cosplay um die Ohren habe, dass ich irgendwie so viel Hörbuch höre, wie sonst gar nicht. Was es wahrscheinlich eher sein wird. Aber ja, wir sehen mal, wie viel ich im August schaffe. Ich habe schon ein Buch angefangen und komme gut voran. Ja, auf jeden Fall, das war mein Lesemonat. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was so euer liebstes Buch im Juli war. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Ciao, ciao.